Edel verarscht mich nach Strich und Faden, oder? Vielleicht hat sie sich wirklich jetzt mal den Alkohol eingeflößt. Komm, Beeilung! Eine Giraffe? Okay, alles klar. Schon gut, schon gut. Was machst du? Ist okay. Komm her, komm her. Hey, du. Na los, komm her. Na schon. Hallo. Das ist echt cool. Oh, hier, komm. Hinterher. Langsam, Kleine. Das ist bestimmt eine infizierte Giraffe und frisst uns vielleicht beide. Süß. Eine ganze Herde. Da ist wohl ein Zirkuskrachen gegangen oder so. Großwildjagd! Kleiner Witz. Jo, ne? Cool. Ich geh mal weiter, wa? Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe, das kann nicht umsonst gewesen sein. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen. Okay? Na, ich gehe nicht ohne dich. Bringen wir es hinter uns. Viel Liebe für das Spiel auf jeden Fall, ja. Das ist wohl wahr. Auch einer genächtigt. Immer noch keine Schere gefunden, ne? Ist doch wohl ein Witz. Warte mal, müssen wir hier durch? Ich glaub nicht. Dann nur ein Klo. Ah! Beim Scheißen gestorben. Der Comic, den sie liest. Jo, da würdest du dich doch freuen. Würde mich sowieso mal interessieren. Wir haben doch schon einige Comics gesammelt. Gehen gleich hier rechts rum. Oh, echt jetzt? Blut an der Wand. Schön. Das zeugt immer von Vertrauen
Die Sache. Könnte ich jetzt bitte noch eine Schere finden? Na, das weckt Erinnerungen. Wie kommt's? Es war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah. Alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Da ist sie! Ja, war sie. Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joe. Schon okay, Ellie. 35, uns fehlt immer noch 5. Okay. Immerhin redet er jetzt mal drüber. Einigermaßen zumindest. Das ist ein Werkzeugkoffer! Das stimmt mich fröhlich. Dann glaube ich nämlich nicht, dass wir da in der anderen Tür vorhin einen nicht mitnehmen konnten. Ach, guck mal an. Ach, guck mal an. Ja, Mensch. Da denkt man wirklich nichts Böses und dann liegt da wirklich noch mal hinten was. Das war Scheiß. Ich nehme eigentlich immer gerne Steine mit. Weil ich immer denke, die tun mehr weh, aber ich glaube, das ist egal. Das ist eine Werkbank. So, das wollte ich gar nicht. Hier müsste es doch ganz gut gehen. Ich hoffe mal, dass wir überhaupt einen 78 jetzt nicht so der Sprung. Oh, wow. Oh ja. Oh, das ist jetzt aber... Das ist schwierig jetzt gerade. Mehr Magazinkapazität wäre vielleicht ganz gut. Ganz zu wenig Materialien, das ist einfach zum Kotzen. Frage ist, wovon haben wir die meiste Munition? Also man hatte nie genug Munition, aber... Mehr Schaden? Vor allen Dingen zwei Schrotflinten zu spielen ist halt schon ein bisschen doof. Reicht schon. Na, das hält. Vielleicht finden wir noch was. Das sollte ja nie sagen. Joel, ich hab was für dich. Was? Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm.
Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Danke. Ihr wollt es ja partout nicht haben. Haben wir es doch. Wäre ich durch den Bus hier durch? Ja. Willst du nochmal Action vorm Pen? Ich glaube. Dieses Mal läuft es anders. Ich hab mich ein bisschen gespoilert. Wie meinst du das? Sie werden da sein, die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Ich hab nämlich einen Streamer mal gehostet, der hat das Spiel auch gespielt und der war schon wesentlich weiter. Und ich glaube, jetzt kommt der Shit langsam ins Rollen hier, ne? Wird schon werden. Warte mal. Kommt man hier durch? Ja. Aber ich habe überlegt, ob ich so langsam mal ins Bett husche. Wie viel Spielzeit ist denn noch ungefähr übrig? Sind wir quasi am Ende schon? Schon, in Anführungszeichen. Scheiße. Nee, sind wir nicht. Okay. Ja, schon wieder Zombies. Oh. Drücke die Taste, es passiert nichts. Wenn ich mich recht erinnere, ist noch ein bisschen, wäre sportlich, das jetzt zu Ende zu spielen. Okay. Ich überlege auch schon, ob ich so langsam mal ins Bett gehe. Ah. Ja, komm ein bisschen näher ran noch. Ups, mein Gott, also mit Feuer fällt der wirklich leicht um, ne? Also wegen was. 2 Stunden Spielzeit sind es auf jeden Fall noch. Okay, dann weiß ich ja ungefähr. Werde ich aber gleich einen Schuh machen. Weil sonst komme ich wieder, kriege ich den
Übergang von Sonntag zu Montag nicht hin. Ach, der ist gut durch, der kocht noch. Warum müssen denn eigentlich immer die scheiß Pfeile kaputt brechen, ey? Ist doch zum Kotzen. Ah ja, nochmal. Geh mal kurz auf Abstand. So. Ja, das ist natürlich jetzt blöd gelaufen, dass ich jetzt alles verballert habe. Nahkampfwaffen. Das ist jetzt vielleicht nicht so günstig. Ich muss ja auch wieder losballern, wie so ein Kleptomane. Was natürlich nichts mit Kleptomanie zu tun hat. Pyromane wäre auch falsch. Wäre was mit Feuer. Wie heißen denn die Leute, die schießwütig sind? Ich weiß es nicht. Da schnarrt doch noch einer rum. Ah nein, das wollte ich nicht. Ah ja. Gehen wir davon aus, wir müssen da weiter oder geht's hier durch? So. Oh mein Gott, das sind so viele. Ich weiß, einfach weitermachen. Oh ja. Ja, liebe Freunde, was machen wir denn da am dümmsten jetzt? Kann man nicht craften? Alle auf einen Haufen bocken? Oh, es riecht gut. Oh, es riecht fein. Die Schnitzel werden bald fertig sein. Ein Schuss. Na Mensch. Dass wir zu viel haben. So, ich weiß jetzt nicht. Oh ja. Oh ja, oh ja. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht genau, wo es weitergeht, aber ich habe gerade gesehen, wo es weitergeht. Ja, Mensch. Tür ist nicht zugänglich, okay. Ja, da haben wir doch jetzt endlich mehr was zu fertigen. So, die werden wir gleich brauchen, denke ich. Gucken, wie nah die Mistkäfer schon dran sind. Ja, schwierig, ne? Das macht Spaß. Wow!
kamen die denn noch her, Alter? Warum auch? Da sind noch mehr. Das habe ich gerade mitbekommen, ja. Wow. Vorhin hat irgendwie einer gereicht, den Molotow. Jetzt nicht mehr. Wow, ich bin so scheiße. Mann. Vor allem, ich ziele noch und drücke dann trotzdem, obwohl ich die einen nicht mehr drücken wollte. Ich bin einfach zu müde, glaube ich, mittlerweile. Ausreden. Warum sollte das auch töten? Ich wollte schon sagen, eigentlich ist totale Munitionverschwendung, was ich hier betreibe. Schrotflinte für die normalen. Total witzlos. Die macht man schön mit der Axt weg. Oder mit anderen Nahkampfwaffen. Oh mein Gott. Das sind so viele. Ich weiß. Einfach weitermachen. Ja, warten. Erstmal schön durchgeröstet hier. Er brennt immer noch. Hast du es jetzt langsam? Schön. Mach's doch nicht spannender als, ne? Als es ist. So, jetzt aber noch mal vernünftig. Bleib hier. Mal haben sie langsam mal hinter sich oder was? Oh. Kann mich nicht erinnern, jemals so viele Molotows geworfen zu haben. Alles klar. Geiler Typ.
drauf geschissen. Ach da. Werf dich trotzdem ab. Mann, ey, stirb doch einfach, du Spast. Ja, was ist er eigentlich mal umgefallen, nachdem ich ihm 4 Molotows an die Schläfe gekloppt habe? Ich glaube, das waren alle. Ich glaube, das stimmt. Ey, ohne Scheiß. Kämpfen und leben. Manchmal glaube ich echt, ne? Ja, die standen im Wasser. Aber ganz ehrlich, 3 Molotows. 3 verschissene Molotows. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Dass ich gar nichts mehr zum Werfen habe, das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Hut ab. Das war ein Hut ab. Okay, kriegst du die Kiste darunter? Kein Ding. So, ich kann mich nicht. Doch jetzt. Wow. Kann mir mal jemand sagen, wann der nächste Speicherpunkt kommt? Nicht, dass ich jetzt hier manuell speichere und dann wieder 10 Stunden zurückspringe. Oh, jede Holzkiste wäre kaputt gegangen, glaube ich. Kann sie eigentlich jetzt mittlerweile mal schwimmen? Wahrscheinlich nicht, ne? Leute, hier gibt's Fische. Sehr lustig. Ist hier noch irgendwie was? Sieht nicht so aus. Ich bin jetzt drüben. Okay, Moment. Leiter? Die Leiter. Natürlich gesehen. Wohin? Da runter oder was? Ich höre schon wieder Gekrächze hier, ne? Traumhaft. Wo ist er denn? Ah, da kommt sie. Okay, bleib einfach am Rand. Da ist es flacher. Gut, dass sie halt immer noch nicht schwimmen kann, ne? Top. Und noch eine versperrte Tür. Finde ich gut, wenn ich das da sehe. Die Munition habe ich ja später gesehen.